Kanni, wir haben uns heute die Easter Gallery angeguckt mit Frank-Walter Steinmeier und wir stehen jetzt hier vor deinem Bild. Das ist Frank-Walter. Oder vielleicht du wahrscheinlich. Wahrscheinlich sollst du das sein. Sag doch mal ein bisschen was zu deinem Bild. Was hat dich dazu inspiriert? Also ich habe also dieses Bild 1989, 9. November, 24 Uhr nachts, habe ich auf einmal erfahren, dass die Mauer gefallen ist. Und da habe ich dann also spontan die Idee, am Fenster zu gehen und dort also gucken, wieso ist die Mauer gefallen, warum und ob es überhaupt tatsächlich die Mauer gefallen ist. Und dann habe ich gesehen, wie die Menschen stürmisch von Osten nach Westen kamen. Und da habe ich die Gesichtsausdrücke von denen, die in dem Abend das erlebt hatte, habe ich dann zwei Monate später auf diesen jetzigen Eastside-Galerie übertragen. Und so konnte man dokumentieren, wie 1990 die Emotionen von Menschen, einfach Masse, die dann einfach von Osten nach Westen kamen, einfach zu sehen sind. Und das ist ein Dokument. Und wie lange oder wann hast du angefangen mit dem Bild und wie lange hast du gebraucht, um es zu malen? Und das war also Anfang Januar, das heißt zwei Monate später nach dem Mauerfall. Mhm. Das heißt also, das war tatsächlich kalt. Das war, als ich hier begonnen hatte, hatte ich so wenig Farbe und ich musste natürlich Leiter ausleihen. Und das war natürlich eine riesige Aufwand. Aber trotzdem hatten wir eine gewisse Euphorie und Freude und da wollten wir unbedingt also auf diesen kalten Beton unsere Ideen, unsere Wut rauslassen. Das ist dann also uns gelungen. Klasse, ich muss auch sagen, viele Künstler sind ja schon fertig. Am 10. November ist dann die Eröffnung der neuen Eastside Gallery in gewisser Weise, also einen Tag nach dem 20. Jahrestag des Mauerfalls. Und was erhofft ihr euch dafür, wie diese Eastside Gallery sich weiterentwickeln soll? Also ich finde, wir müssen dann nach dieser ganzen Geschichte, das heißt, wenn die Künstler hier alles gemalt haben, dann muss die Stadt also einfach sich kümmern und versuchen, die gesamte Eastside Gallery sozusagen zu schützen. Das heißt, wir haben mehrere Schutzmaßnahmen sozusagen vorgeschlagen und es muss natürlich realisiert werden, sonst werden wir dann wieder auch dieselbe Geschichte sein, dass es dann also komplett immer wieder zerstört wird und kaputt gemacht wird. Wenn es zerstört wird, also wenn es illegale Graffiti raufkommt und immer wieder übermalt wird, dann wird als Schandfleck deklariert und dann haben wir diese Dokumente leichter kommen, die Behörden also werden dann abschaffen. Das wollen wir natürlich verhindern. Und darüber hinaus, dass wir dann auf der Rückseite der Eastside gerade eine Begegnungsstätte hinsetzen, damit dass wir leichter dokumentieren können und auch vermitteln können, den neuen Generationen erzählen, das war ja früher so, und dass sie uns glauben können. Und das ist ein authentische Stücke, die noch existiert und das müssen wir dann also aufbewahren. Vielen Dank. Danke.